Die diesjährige Tagung steht unter dem Motto Eine Branche im Wandel. Welche grundlegenden Veränderungen in der Restrukturierungsbranche beobachten Sie vielleicht auch aus weiblicher Sicht? Ich meine, im Rahmen der Tagung ist ja ein großes Thema Digitalisierung oder Branchen, die besonders gefordert sind, wie beispielsweise Automotive gewesen. Was ich als im Moment schwierigeres Problem sehe, ist einfach die Marktlage. Also die deutsche Wirtschaft ist sehr robust, was sich natürlich reflexartig auf unser Geschäft auswirkt, weil das antizyklisch ist. Und man merkt eben, dass in einem solchen Markt der Wettbewerb deutlich höher wird. Es gibt weniger Fälle und dass sich da gewisse Konsolidierungstendenzen feststellen lassen und Marktteilnehmer auch schlicht aus dem Markt ausscheiden. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Herausforderung für uns, dass wir uns mit unserem eigenen Geschäftsmodell auseinandersetzen müssen und uns eben auch mal an einen Markt anpassen müssen, wo nicht abzusehen ist, wann hier wieder mehr Bewegung reinkommt. Und die Ladies Session ist in diesem Jahr in die zweite Runde gegangen. Was war Ihre Motivation, sich persönlich und auch als Distressed Ladies Netzwerk so umfassend bei der Handelsblatt Jahrestagung zu engagieren? Ja, ich bin ja Teil des Vorstands der Distressed Ladies zusammen mit meinen Kolleginnen Silvia Maria Beer und Anne Schwall. Und der Verein hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, die Präsenz der weiblichen Professionals in der Restrukturierungsszene zu verstärken. So von daher, da die Handelsblatt-Tagung immer noch zu einer der wichtigsten Veranstaltungen der Szene gehört, ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, diese Möglichkeit, die uns hier geboten wurde, jetzt schon zum zweiten Mal auch zu ergreifen. Denn das ist eine tolle Plattform und ich glaube, mit dem Thema, was wir gewählt haben, also der eigenverwaltete Konzern und die Einzelthemen, die die Ladies sich ausgesucht haben, ist das gelungen, dass die Ladies ein durchaus positives und professionelles Bild gezeichnet haben.